Bald ist es da, das Remake von Resident Evil 3. Zeit, einmal einen Blick zurückzuwerfen. Da. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Leute, eine ganz spezielle Ausgabe des Retro-Clubs. Die End-Social-Distancing-Times sind angebrochen. Mhm. Anscheinend, ja. Es ist schon noch Distanz. Es ist schon, ja. Es ist die berühmte Armlänge hier. Ja, beruflich, ja. Distanz. Fabian, schön, dass du da bist. Ja, vielen Simon, Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir sind natürlich hier auf dem Sender so ein bisschen bekannt dafür, wenn es um Resident Evil geht, dass wir gerne gemeinsam was machen. Und ich finde es sehr schön, dass wir auch zu Resident Evil 3 dann nochmal zu dritt dran sein können. Was wir natürlich versuchen werden, ist auch das Remake komplett durchzuspielen. Wenn es dann da ist, das werden wir nämlich... Was heißt denn versuchen? Das werden wir machen, oder? Das kann nicht so, ist ja kein Dark Souls. Ich wollte sagen, Bescheidenheit ist eine Zier, aber stimmt, wir werden es durchspielen. Ja! Ja, und haben uns dafür nochmal zusammengefunden, aber wie im letzten Jahr, da hatten wir es ja zum Remake von Resident Evil 3, Resident Evil 2 auch schon gemacht, damit wir vernünftig eingestimmt sind. Es gibt ja einiges zu erzählen, auch über den originalen Titel. Der ist auch schon ein bisschen länger her, dass nicht alle Details präsent haben. Und deshalb machen wir zur Einstimmung einen kleinen Retro-Club, so dass wir gut bereit sind für uns, damit wir was spielen können, dass ihr da draußen auch gut informiert seid. Seid ihr denn schon gehypt auf das neue Spiel? Klar. Also ich meine, ich erwarte jetzt sowas auf dem Level von Resident Evil 2, deswegen vielleicht etwas, man ist besser darauf vorbereitet, glaube ich, weil man eher schon weiß, was einen erwartet. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen weniger Bock darauf habe. Also im Gegenteil, ich bin gerade auch nach der Demo wieder voll Feuer und Flamme dafür. Ich auch. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, auch weil ich ein bisschen Angst habe, dass es nicht ganz so gut wird wie Resident Evil 2, auch weil man jetzt natürlich diese Mega-Erwartungen hat. Und was du schon gesagt hast, Fabian, man vielleicht führt das dazu, dass man eher enttäuscht ist, weil man eben schon so viel weiß oder eher fast noch Dinge erwartet, die vielleicht gar nicht drin vorkommen. Mhm. Vielleicht ist es ja von einem anderen Team gemacht, es ist kürzer, vielleicht hat es ja gar nicht so die Bandbreite, die wir, vielleicht wurden wir einfach mega verwöhnt und das ist jetzt der Nachtisch. Und da muss man einfach anderen Anspruch haben. Das ist so meine, ich bin vorsichtig optimistisch. Das ist aber okay und wir können gerne auch mal die erste Matze laufen lassen, da können wir auch ein bisschen was sehen vom Remake, einer der aktuellen Trailer. Für mich war Resident Evil 2 im Remake im letzten Jahr mein Game of the Year, muss ich sagen. Ja. Obwohl ich dann auch so viel Resident Evil allgemein gespielt habe. Du und ich, Simon, wir haben es ja auch nochmal gespeedrunnt und an sich... Du hast, Fabian, die Demo erwähnt. Hier sehen wir auch ein bisschen was von der Trailer-Footage. Es scheint zumindest alle richtigen Knöpfe zu drücken. Hm. Das Look and Feel ist schon das, was man von Nemesis erwartet, ja. Na, die haben ja schon gesagt, dass das Spiel wurde parallel entwickelt zum Resident Evil 2 Remake. Das heißt, eventuell, auch wenn du denkst, okay, da sieht viel ähnlich aus vom Gameplay her, da sind wahrscheinlich einige Sachen, wo sie dann eher auch Erfahrungswerte mitnehmen können. Es sind trotzdem nochmal andere Sensibilitäten drin. Kannst du dich, Simon, vielleicht an deinen ersten Eindruck erinnern, dass wir die Demo gespielt haben? Hattest du dann wieder das vertraute Gefühl oder war das ein bisschen anders für dich? Na, ich finde, es war das vertraute Gefühl auch durchaus so, wie wir es von 2 kannten. Was ungewöhnlich war, ist dann wirklich der Moment, wenn Nemesis kommt. Weil man dann ja durchaus auch eine andere Regel gilt. In dem Fall muss man ja auf die Umgebung achten und da auch ein bisschen gucken. Und Nemesis wirkt halt erstmal sehr übermächtig. Mhm. Also ich finde es aber jetzt schon besser als den Originalteil, sag ich mal. Mhm. Einfach weil das, was im Original gut war, haben sie auch hier gut gemacht. Nur es sieht halt viel geiler aus und du hast endlich mal wieder diese guten Charaktere, diese gelungenen Zwischensequenzen, die einfach irgendwie weg von dieser Cheesigkeit sind, ne? Ja, das ist schon, das ist so meine Hoffnung auch zum Teil. Das war auch das Schöne beim Resident Evil 2 Remake. Natürlich ist das, wie man so schön sagt, kein Shakespeare, was das storymäßig einem geboten wird, aber das ist klar. Alleine das Acting von den Schauspielern, das Motion Capturing oder sowas, also diese Glaubhaftigkeit haben sie vernünftig rübergebracht und das ist für Resident Evil nicht gang und gäbe gewesen. Halt, dass es auch nicht so Jill Sandwich B-Trash Sprüche gibt einfach, dass man es einfach versucht hat, irgendwie lebendige Gespräche, das finde ich immer super wichtig, dass das wie echte Menschen wirken. Videospielcharaktere wirken halt oft nicht wie echte Menschen in der Vergangenheit, weil man die irgendwie so komisch schreibt. Aber wenn die irgendwie, ja, wenn die auch ein bisschen mitleiden oder so, nicht nur die coolen russischen Söldner sind oder so. Und ich glaube, sowas erwarte ich hier. Also ein bisschen mehr, bisschen was Menschlicheres, bisschen Menscheln halt, ne? Mhm. Nahbar.
Ja, wir werden auch zum Remake dann zeitig wieder zurückkehren gegen Ende des Specials hier, damit wir auch vorbereitet sind für unser Let's Play. Allerdings wollen wir uns erstmal dem Original widmen. Resident Evil 2 hatte eh schon eine sehr wilde Geschichte. Da hatten wir auch damals über Resident Evil 1.5 gesprochen, über die verschiedenen Sachen, die da passiert sind. Das haben wir auch mal gespielt, ne, in dem Retro-Club. Wir haben es auch nochmal gespielt, nochmal komplett. Auch Resident Evil 3 haben wir komplett alles durchgespielt. Da werden wir auch nochmal Clips sehen, denn der Kanal Best of Rocket Beans, der ja schöne Best-Offs geschnitten hat, hat sich tatsächlich auch mal mit dem 1-Stunden-Video, dem kompletten Let's Play gewidmet. Nice. Und da ein paar Clips rausgeholt. Was ich machen möchte, ist gerne natürlich nochmal den Blick zurückwerfen. Wir werden das originale Resident Evil 3 nochmal ein bisschen spielen. Und was ich immer ein bisschen schade fand, es gab ja so aufwendige Videosequenzen auf der PlayStation, aber die PlayStation war nicht das beste Videoabspielgerät. Ne? Wow. Das heißt, du hattest irgendwie meist so eine Framerate zwischen 15 und 30. Mhm. Da hattest du dicke Artefakte oder sowas. Ich habe zuletzt über eine Special-DVD, die in Japan rausgekommen ist, sehr, sehr gute Versionen, die bestmöglichen Versionen der Videos von Resident Evil 3 im Original gefunden und ein paar habe ich noch mal rausgesucht, dass wir sie uns anschauen können und ich würde sagen, wir steigen mal kurz mit dem Intro ein. Ich mag das CGI von damals, muss ich sagen, ne? Ja, die Figuren sind immer so ein bisschen eigentümlich. Die sehen aus heutiger Sicht ein bisschen seltsam aus, aber auch die Animation ist schon cool gemacht und es ist halt auch schon, also wie alt jetzt? Etwas über 20 Jahre. Knapp, ne? 2000 müsste es also gewesen ich sein. Ich fand das auch top-notch eigentlich, also damals für die Optik. Ne? Ja. Heute sieht es auch noch gut aus. Ich habe das ja mal auch für ein Video verschnitten und das macht voll Bock hier. Gerade dieses Geballer, wo sie über die Autos rüberlehnen und sich dieser Welle entgegenstellen, wo ich nie verstanden habe, warum gehen sie nicht ein paar Schritte zurück? Sie lassen sich überrennen auf einer komplett offenen Straße. Mal abgesehen davon, dass der eine so ballert. Ja. Ne? Ich weiß, so habe ich als Kind gedacht, dass man eine MG benutzt. Ne? Machst du einmal so, sind sie alle tot. Mein Lieblingssatz gerade war auch der Typ, der die Granate geworfen hat. Die! Und sie sagen, ihr seid doch schon tot. Die again, undie. Was ist da die Ansage? Ja. Ja, aber es war schön, das in der Qualität auch mal zu sehen. Wir haben noch eine Handvoll anderer Cutscenes, die wir noch mal später dann anschauen möchten. Ich habe mich mal durch ein paar verschiedene Interviews gelesen, was die Entstehungsgeschichte von Resident Evil 3 angeht. Und so zu 1000%, weil jeder das natürlich ein bisschen anders rekapituliert, kann man nicht sagen, okay, das sind die absoluten Fakten, genauso ist es passiert. Also muss man das so ein bisschen spekulativ sehen, aber wir können mal die nächste Matz gerne laufen lassen. Das, was Resident Evil 3 ursprünglich werden sollte, war ein anderes Projekt, das eigentlich Hank als Protagonisten haben sollte, laut Interviews. Idee, ja. Und Hank hätte auf einem Kreuzfahrtschiff quasi unterwegs sein sollen, wo er den T-Virus, den G-Virus dann wieder zurückbringt. Ist das dann nicht Survivor? Das ist das zum Beispiel, spielt wiederum auf wobei Survivor spielt nicht auf dem Schiff, nein, aber das ganze Survivor spielt. Ganz Survivor, das meine ich aber. Genau. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ein paar andere Spiele, die das Konzept dann weitergeführt haben, nachdem das eingestampft wurde. Es gab Gaiden auf dem Game Boy Color, wo Barry auf
dem Schiff gewesen ist. Und da ist Gun Survivor 4, Dead Aim, was auch auf dem Schiff gespielt hat. Und wir haben später ja auch noch Revelations 1 zum Beispiel auf dem Schiff gehabt. Also sind Konzepte später eingegangen. Dieses Projekt wurde nicht realisiert, weil die PS2 gekommen ist und man gesagt hat, okay, man will das Projekt dann für die PS2 realisieren. Und da ist was anderes draus geworden. Wir hatten zwei Spin-offs. Das eine war Resident Evil, was zu Code Veronica geworden ist auf dem Dreamcast. Allerdings, der Sega Dreamcast, da waren natürlich nicht die Fans hauptsächlich von Resident Evil drauf. Die haben ja auf der PlayStation gespielt und deshalb hat man sich entschlossen, ein anderes Spin-off, was parallel entwickelt wurde, zu Resident Evil 3 zu promoten. Das ist das, was wir heutzutage kennen als Resident Evil 3 Nemesis. Das war schon so angedacht, dass man einen Charakter hat, der aus Raccoon City flieht. Mhm. Allerdings, bevor es promotet wurde, war es eben noch ein neuer Charakter. Nachdem es promotet wurde zum offiziellen Teil, hat man sich für Jill entschieden, damit man da auch noch ein bisschen Street Cred und einen bekannten Charakter damit nochmal mit bei hat. Ja, Capcom retconnt ja die Geschichte auch eh immer. Mit jedem neuen Teil ist dann halt wieder was anders so ein bisschen. Also so, das wird am Ende zusammengefügt, wo man gar nicht wusste, ach ja, also Wesker war gleichzeitig Wissenschaftler, aber war gleichzeitig auch Traitor in einem Stars-Team, aber gleichzeitig arbeitete er eigentlich für die Konkurrenten von Umbrella. Und dann mit jedem Teil wurde die Lore immer komplexer und auch ein bisschen quatschiger. Kannst du das für mich nochmal gerade zeitlich einordnen, Gregor? Mhm. Resident Evil 3, das spielt doch parallel zum 2er oder kurz danach oder kurz davor. Wie war das? Also es war, wenn Resident Evil 3 anfängt, ist es, glaube ich, zeitmäßig, die genaue Uhrzeit habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es sind ein paar Stunden, bevor die Ereignisse von Resident Evil 2 passieren. Okay. Also das, was wir da sehen, im Police Department oder sowas. Und dann gibt's ja diesen Part in Resident Evil 3 im Original, wo Jill dann ohnmächtig ist oder da quasi ausgenockt ist. Und dann vergeht die Zeit, wo Resident Evil 2 stattfindet, und es ist einige Stunden später. Du hast also die Vorher- und Nachher-Partie sozusagen, dass Resident Evil 2 dazwischen stattfindet. Eventuell haben sie sich beim Remake jetzt ja auch daran orientiert. Kurz nochmal zu dieser allerersten Version. Also das, was als Resident Evil 3 angedacht war, das ist dann eben später auf PS2 promotet worden, um da mehr Ressourcen reinzupacken. Wenn man das vernünftig verfolgen kann, und das ist jetzt unter Vorbehalt, weil sich die Geschichten dann ein bisschen kreuzen eben, die dann erzählt werden, aber es ist wohl das gleiche Projekt, was später dann Resident Evil 4 zuerst werden sollte und was am Ende Devil May Cry geworden ist. Ah, ja, ja, okay. Also angeblich ist das so die Lineage, während wir dann die Spin-offs hatten, die jetzt dementsprechend dann hauptsächlich Resident Evil weitergeführt haben. Ja, die haben an sehr vielen Resident Evils gleichzeitig entwickelt. Das haben sie. Die deutsche Version würde ich gerne einmal ansprechen, weil Resident Evil 3, ja, stimmt, wie wir es damals ja so hatten, zum Glück mittlerweile die meisten Spiele ja vom Index runter, weil es, die Verhältnisse verändern sich natürlich auch, und wenn du sie für heutige Verhältnisse anguckst, ist es natürlich recht zahm, was da bei den Spielen mit der Pixelgrafik passiert. Für Resident Evil 3, damit es nicht auf dem Index damals landet, ne, da hat man spezielle Anpassungen gemacht, und es gab sogar eine deutsche TV-Werbung, die ich euch gerne zeigen möchte, und die finde ich wirklich richtig klasse. Cool, aber da hätten sie auch echt noch einen besseren Schnipsel nehmen sollen. Also das ist natürlich auch ein bisschen, also zum einen verlässt du dich extrem darauf, dass das Franchise halt so beliebt ist, dass die Leute es kaufen werden. Zum anderen ist es natürlich auch eine krasse Fehlwerbung, weil das Spiel war ja derbe geschnitten in Deutschland. Die Werbung suggeriert dir, das Spiel ist so brutal, deswegen dürfen wir nichts daraus zeigen, aber das war es im Endeffekt ja gar nicht. Genau, lassen wir mal ein bisschen Footage ablaufen. Da haben wir nämlich ein bisschen was von der deutschen Version hier, und du hast es erwähnt, Fabian, die deutsche Version war geschnitten in der Form, dass sehr viel Gewalt gerade runtergedreht wurde. Es gab keine Bluteffekte, sondern die Zombies haben geschwitzt oder geraucht, wenn sie angeschossen hat. Und es sind keine Leichen natürlich übrig geblieben. Das weil ist aber wirklich der schlimmste Änderung. Das seht ihr ja gleich hier nochmal. Ich glaube, Simon, war das noch deine? Nee, das war nicht mehr die Zeit, wo du die Spiele verkauft hast, ne? Nein, das war noch die Zeit. Ich weiß noch, da kam ich gerade zur Fun Generation und ich hätte es so gerne getestet, aber Daniel Johannes war mir in dem Fall schneller als ich. Und der hat sich mega aufgeregt über das Blinken und hat sich da reingeschrieben in eine Rage, wo ich auch immer verstanden habe, ja klar, es ist scheiße, aber ich habe auch verstanden, dass es nicht anders ging. Also damals war der, also diese Gewaltdiskussion war damals so präsent, dass es gar keine andere Möglichkeit gab, als das zu machen. Die sind du quasi fast
vorauseilender Gehorsam. Du musst das ein bisschen krasser zensieren, damit du nicht am Ende einfach, ne, auf den Kosten sitzen bliebst. Ja. Ne? Das war schon eine komische Situation, weil die Entwickler, die Publisher mussten wirklich vorliefern und irgendwie sich schon mal ausdenken, was könnten die Bedingungen sein. Ne? Also ob das Blinken jetzt notwendig gewesen wäre, kann man gar nicht sagen. Also, man hätte es ausprobieren müssen, was dann die BPJM damals noch sagt. Es ist so ein Entweder oder das gesagt. Man ist so ein bisschen in der Vorschuld gewesen und sicherheitshalber, lass uns so viel rausnehmen, wie es geht. Interessanterweise, dieses Blinken war eigentlich aus einem anderen Modus, aus dem Mercenaries-Modus, den man freigeschaltet hat, wo man um Punkte gespielt hat, der aber interessanterweise in der deutschen Version gefehlt hat, weil um Punkte spielen, Zombies umbringen, das geht nicht. Das geht nicht. Also hat man das Schlechteste aus beiden Blinken behalten, ja. miteinander kombiniert. Wir hatten unser Let's Play erwähnt und ich hätte gedacht, es ist noch ein bisschen länger her, aber Fabian hat es gerade mal gecheckt, so fast 3 Jahre. Ja, so Mai 2017 haben wir gespielt. Im Keller noch hier unten, der schon seit Jahren nicht mehr benutzt wird für Let's Plays. Das war wahrscheinlich eines der letzten Let's Plays, die dort stattgefunden haben. Wir haben gesagt, viel besser als das wird's nicht. Ich glaube, wir waren wirklich die Letzten. Ich glaube, es waren so das letzte Let's Play, was dann noch von unten gesendet wurde. Und dann wollten wir uns irgendwann auch noch mal da rein zu Resident Evil 2 oder so. Mein Schnee, Alter, spinnt ihr? Wieder diese dreckige Kellergruftgrotte. Ja, heutzutage müssen wir die Wände mit Desinfektionsmittel einmal hier vorher abreiben, bevor wir uns da reinpacken in Ruhe. Aus diesem Let's Play, wir haben ja den werten Kanal Best of Rocket Beans dann erwähnt und da gab es tatsächlich ein einschnittiges Highlight-Video und ich habe mir ein bisschen ein paar Szenen rausgesucht und das war zum Beispiel eine davon. Jetzt werde ich jemandem den Kopf unterschließen. Ich warte nur drauf. Du Drecksvieh! Das ist so gemein! Ich warte nur drauf, gleich. Gleich? Gleich kommt's. Ich wollte eh jetzt die Kräuter essen. So Danger. Danger. Danger Zone. Boah, kriegst du 2 auf einmal? Klar. Bam, du wartest zu lange. Danger Zone. Wow. Geil. Party. Aber den kann ich jetzt umrennen, oder? Party was all ihr? The time. Party Weiß all the nicht. Time. Er steht halt sehr zentral, ne? Die Pointe ist eine andere, dass sie dich wieder beißen werden. Da war mir absolut sicher, ich werde wieder gebissen. Alle lachen Ende. Also, dass ich hier auch noch 2 Headshots auf einmal, das ist... Der Gag vorne dran war wahrscheinlich, wo wir uns da ausgetauscht haben, Fabian, dass Simon partout nicht wollte, dass wir die Heilkräuter benutzen und dann hat er es benutzt. Ah, okay. Genau. Dann dafür. Wir können gerne aufs Ingame raufgehen, weil wir können es auch mal richtig anschauen. Das ist nämlich die eine der Demos, die von Resident Evil 3 rausgekommen ist, im Speziellen die Trial-Version in der US-Version, die bei Dino Crisis damals dabei gewesen ist. Es gibt auch eine deutsche Demo, die oder eine europäische besser gesagt, die interessanterweise einen 5-Minuten-Counter hat. Ne? Das ist also diese Time-Trial-Demos, die wir zu Resident Evil 2 hatten, sind nicht neu gewesen, gab es damals auch schon. Okay. Und ja, da sehen wir so ein bisschen den Vorspann. Die Geschichte haben wir kurz skizziert. Wir sind als Jill Valentine nach den Ereignissen von Resident Evil 1 in Raccoon City, machen da das Debriefing sozusagen. Mhm. Aber währenddessen bricht die Hölle aus. Und ja, andere Leute sind anderswo beschäftigt. Leon und Claire. Und sie muss irgendwie eine Möglichkeit finden, aus dieser Stadt hier rauszukommen. Und das hatten wir uns schon angeguckt. Stimmt. Also brauchen wir es nicht nochmal anschauen. Ich kann gerne spielen, wenn ihr mögt, weil ich habe es jetzt so ein bisschen was drauf. Wir können auch ein bisschen tauschen. Wir haben hier nochmal Desinfektionsmittel zum Weitergeben des Controllers. Das ist mal Last Escape. Last Escape natürlich der japanische Name. Ist schon noch der Anfang des Spiels, oder? Die ja, Demo? Genau. Es ist die Portion quasi, dass du... lass mich mal gucken. Ich glaube, muss sie... Ah, okay. Ja, okay. Es ist der Anfang des Spieles und du kannst bis zum Police Department spielen. Die hat keine Zeitbegrenzung gehabt, ne? Nee, die nicht. Ne? Also bei der anderen, ich denke, vielleicht kann man bei der anderen Demo auch bis zum Police Department kommen. Allerdings, bei diesen 5 Minuten musst du mal gucken, wie weit du natürlich kommen kannst. Das finde ich dann immer so ein bisschen nervig. Habt ihr noch mal die alten Sachen überhaupt noch mal in den letzten Jahren mal angefasst? Naja, also wir haben es ja Let's Played und dann, ich muss jetzt sagen, es ist kein Spiel, was ich jetzt jedes Jahr mal durchspielen müsste. Deswegen habe ich es danach dann nicht mehr gesehen, aber ich habe es noch relativ präsent so tatsächlich. Ist bei mir auch so, ja. Ich habe wirklich noch einiges an Erinnerung, was ja auch selten ist. Und ich weiß noch, dass wir vor allen Dingen uns häufig verlaufen haben, weil natürlich vieles in der Stadt abgesperrt ist, abgeschlossen ist, andere Wege gesucht werden müssen. Ich bin gespannt, wie viel uns das hilft. Diese Ortskenntnis jetzt, wenn wir dann später den dritten Teil spielen, wahrscheinlich nicht viel. Ja, der Demo nach zu urteilen zumindest nicht besonders viel, weil es ist ja mehr so von,
also gefühlte Fakten oder sowas. Ne? Ja, ich kann mich dran erinnern, wie es war, und das war, die Straße ging doch da lang. Ne? Ungefähr so. Sie nehmen ein paar markante Stellen, das war's. Okay. Ist aber auch okay. Ach, da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran, an diesen großen Raum. Genau. Vielleicht ist er heute noch in seinem Kasten. Vielleicht. No? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! Dann nehme ich meinen Ball und gehe nach Hause. Und tschüss. Haben wir jemals erfahren, was mit dem passiert ist? Weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Wir haben uns mehrfach... I'm not leaving. Okay. Never. Wir haben uns mehrfach gefragt, ja. Ja, es sind immer die Väter, die in Resident Evil dann einfach keinen Bock mehr haben. Die geben dann auf. Ja, passiert ja auch in 2 mit Kendo. Stimmt. Aber hier sehen wir ja Kendo nochmal. Das finde ich auch interessant, oder? Mhm. Hier in dem Trailer. In dem Trailer gezeigt, haben wir ihn kurz gesehen, ja. In der neuen Version Kendo treffen, was natürlich voll traurig ist, weil man schon weiß, wie sein Ende ist. Ja. Und du denkst so, oh, ich will aber nicht mit einem Charakter spielen, der zum Tode verdammt ist. aber es wird sicher toll. Ja, ist natürlich je nachdem, wie sie die Lore neu interpretieren oder was sie von der Story mitnehmen. Wäre schön, wenn sie die Lore einfach nochmal ein bisschen ändern. Nur einfach, weil es ein anderer Teil ist, kann man ja ein bisschen was anders machen. Verschiedene Realitäten, wo er überlebt, das fände ich gut. Oh ja. Ja, was ganz praktisch ist, das verschiedene Realität war ja das Add-on, dieser Zusatz-Survival-Mode, der bei Resident Evil 2 gekommen ist. Ja. Da hast du ja auch diesen Versuch mit Kendo irgendwie zu fliehen. Stimmt. Die junge Dame, die beim Bürgermeister, wollte ich schon sagen, beim Polizeichef ist, ne? Die sind ja auch als alternative Szenarios. Ich erinnere mich. Ging das nicht? Die teilweise so extrem schwer waren, ne? Ja. Die waren teilweise einfach nicht so spaßig, weil sie reine Actionfests waren. Sagt mir noch mal kurz, das war doch auch neu bei Resi 3. Das gab's in 2 ja nicht mit dem Gunpowder und sowas, ne? Nee, das müsste neu. Also im neuen Resident Evil 2 ist es schon drin. Ne? Aber ich glaube, das war hier neu. Und du brauchtest ja auch noch diese Presse hier, ne? Oder dieses Loading-Tool. Was natürlich mittlerweile bei den neuen Varianten nicht mehr nötig ist. Nehme ich das Messer mit oder? Ach, scheiß aufs Messer. Komm. Braucht man das Reloading-Tool wirklich zum Nachladen? Also zum Kreieren der. Das ist schon echt frech bei so einem begrenzten Inventar. Was ich nicht herausgefunden habe, aber ich glaube, das geht bei den alten einfach nicht. Du kannst irgendwie nicht mit dem Button direkt reloaden, sondern musst darauf warten, dass du das Magazin leer hast und sie es automatisch machst, sonst musst du es im Menü machen. Hm. Ich habe irgendwie keine Taste gefunden, womit ich klassisch reloaden kann. Ging da, glaube ich, nicht. Ja, genau. Du musst entweder durchballern oder du kannst im Menü kombinieren. Ja. Ich bin mal gespannt, wann sie dieses Nachlade-Feature, sag ich mal, von Half-Life Alyx, wo dann die Munition in der im Magazin bleibt, wann sie das für Resident Evil auch etablieren. Also ob sie das etablieren, weil das macht sie ja noch ein bisschen kniffliger. Das ist richtig krass, wie das Nachladen bei Half-Life Alyx gestaltet ist. Das ist so gut gemacht tatsächlich. Ja, aber ich meine, das Realistische auch. Ich meine, es ist halt super, du kannst nicht einfach mitten im Gefecht mal irgendwie noch 2 Magazine zu einem zusammenbauen und so. Das ist halt eigentlich ganz geil. Aber ich möchte es halt nicht mit dem begrenzten Inventar machen. Dann macht es keinen Spaß. Das sind alles Überlegungen, die natürlich dann in Modernisierungen mit reinfließen können. In dem speziellen, in dem VR auch nochmal erwähnt habe, also Resident Evil 7 in VR, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Wäre da gespannt, wie ein potenzielles Resident Evil 8 natürlich ausschaut, wenn das in die gleiche Richtung gehen sollte. So, jetzt mal fängt das Spiel wieder an. Mal gucken, was die Karte sagt. Wenn die Karte überhaupt mal auftaucht. Ja, die muss echt erst gezeichnet werden? Ja. Okay. Nee, es war eine sehr aufwendige Karte. Mit dem Perspektivenwechsel wird es natürlich umso schwieriger zu sehen, okay, wo komme ich wie wo raus? Mhm. Okay, da gibt's also den einen Gang hier. Ach ja. Der Bradley. Da kommt hier meine Freunde. Das war knapp. Okay, nee, der ist tot. Ganz schön schnell waren die damals. Ja. Ja, sie schießt recht fix. Der ist auch tot.
Hier kann man zum Glück noch sehen mit dem Blutlachen vernünftig. Bei den neuen muss man ja erstmal die Tales neu herausfinden. Sag mir mal, ich habe die Demo vom Dreier ja jetzt gespielt. Da ist das nicht so ganz deutlich, ne, ob die dann tot sind oder nicht. Oder? Es ist anscheinend, ich weiß nicht, ob das Schadensmodell ein bisschen nicht so deutlich ist. Ne? Du kannst ja nicht sehen, wenn ihm der Kopf abfällt oder es fallen die Beine per se dann nicht immer ab. Du siehst es schon, zumindest wenn die nochmal so ein bisschen aufbäumen. Okay. Ne? Man muss schon ein bisschen drauf achten, aber ich habe die Demo jetzt auch nochmal ein paar Mal durchgespielt. Und es fühlt sich schon anders an als bei Resident Evil 2, dem Remake. So, da wir in der Demo hier ein bisschen mehr Schuss haben, nehme ich mir mal das heraus. Ach komm. Der ist tot, oder? Ist er jetzt tot? Ja. Wo ist der nächste? Einer ist da noch. Okay, zwei sind da noch. Ich glaube, einer läuft sogar noch oben rum. Nee, aber da sind Kräuter. Das ist schon mal gut. Ich will das nur hier unten machen, weil hier ist dann auch ein bisschen Waffen, die man gut gebrauchen kann. Okay. Nach oben schießen reicht auch. Ist ein bisschen quatschig gerade. Magic Bullets. Ja. So. Reicht's? Oh, komm, der verträgt aber jetzt mal extra viel. Ja, das waren 7. Nicht schlecht. Das war schon ordentlich. So, aber dafür lohnt es sich natürlich. Eieiei, so früh im Spiel. Kleine Maden, die sie überall da animieren. Ja, weiß gar nicht, ob das natürlich auch im richtigen Spiel so früh ist. Sein, ne? Das könnte das Demo-Feature sein, dass es hier einmal vorne dran gepackt wurde. Aber es lohnt sich schon natürlich, den Raum hier zu machen. Ich bin meistens, als ich selbst damals gespielt habe, eher weggelaufen, weil da so viele immer waren. Hm. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir an der Stelle uns gestritten haben, wie viele Schüsse wir für die Zombies, oh, ob man die überhaupt... Also wenn das jetzt schon ernsthaft ist, Let's Play, ich hab mich schon wieder aufgeregt, wie viel da jetzt schon verballert wurde. Ich hab's nicht extra erwähnt, ne? Ich hab ja, das ja, dann ich wollte das nur mit Absicht gemacht. Ich würde sagen, lass mal kurz ein bisschen durchschnaufen, wir machen eine kleine Wärmung. Mhm. Wenn wir zurück sind, dann geht es gleich weiter mit Resident Evil, dem Special zu Teil 3. Und ja, da gibt's noch viel mehr schönes Zeug aus der alten Zeit. Bis gleich. Wir sind wieder zurück. Der Retro-Club geht weiter. Das große Launch-Special zu Resident Evil 3 Remake. Jetzt noch mit dem Original. Und ja, ihr dürft euch nicht aufregen, weil das ist eine Demo. Das heißt, ich kann so viel verballern, wie ich lustig bin. Am Ende bin ich der Leidtragende. Beim richtigen Spiel hätten wir wahrscheinlich längst schon neu geladen. Ja? Das stimmt. Was ich hier auch wieder merke bei dem Remake, ich habe es mir angewöhnt, natürlich sehr, sehr viel mit dem Messer dann auch zu machen, um dann entsprechend Munition zu sparen und die Leute nochmal vernünftig zu finishen, Crits irgendwie da versuchen, da rauszuholen. Hier ist es teilweise fast unmöglich, finde ich, mit dem Messer vernünftig zu arbeiten, bis du es wieder equipped und zurückgepackt hast. Du kannst vielleicht einen Stich dann machen und der bringt wirklich nicht so besonders viel. Also es sind schon sehr fortgeschrittene Strats, sagen wir es mal so, für Experten. Sag mal. Ja, es Alter, ist echt ist ungleich. Sag mal, was da wäre ich richtig hier wütend jetzt schon. Das ist einfach haben zu wir einfach, viel. Einfach alles weggemacht jetzt hier. Ich hab wahrscheinlich nichts mehr, oder? Ich habe so viel weggeballert, dass das Menü jetzt auch wieder hier braucht. Ja, kannst dich auch nicht wirklich drauf verlassen, dass du sagst, 4 Schuss, 5 Schuss, jetzt waren es 8 oder 9? Ja. Okay, warte mal. Gib mir die Shotgun. Ich geh an dir vorbei. Die Tür offen. Okay. Welche Version hatten wir eigentlich gespielt? Die PS1 oder Gamecube oder PC? Wir hatten die PlayStation 1 Version gespielt. Ich glaube als PlayStation Network Download. Das ist ja auch mit drauf erschienen. Heutzutage wird man natürlich die, wenn man das alte Spiel mal wahrscheinlich die Gamecube Version, wenn man die Möglichkeit hat, oder? Würde ich fast sagen. Das Beste, es gab es am PC nicht auch.
3er? Ja, aber die PC-Version von damals, ja, du kannst ja nicht so gut. Da bin ich mir immer ein bisschen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ne, weil du weißt, wie bringst du sie vernünftig zum Laufen, was ist mit den ganzen Technikunterschieden? Ja. Da bin ich bei alten Sachen mehr bei einer Konsolenversion dabei. Mhm. So, den Ort kenne ich doch. Das. Ui, ja. Das haben wir gerne. Der Spielplatz mit der Kreide. Boah, viel zu lange gewartet. Oh, okay. Ja, ich wollte ihn eigentlich anballern, sie hat hier einen Ausweichmove gemacht, von dem ich eh nie weiß, wie ich den vernünftig aktiviere beim alten. Beim neuen ist ja auch was ähnliches drin, ne? Da gibt's ja auch den Escape-Button. Ja. Mal. Das hat in der Demo bei mir nicht richtig funktioniert. Ich habe das immer, das ist da so ein Kreis, der sich so füllen muss, indem man schnell tippt. Ich habe das immer geschafft, aber trotzdem nicht einmal gebissen worden. Na gut, Brad hat es nicht drauf, sehen wir gerade. Nee, der ist ja auch immer nur am Flüchten. Musst du ihm eigentlich helfen? Musst du vielleicht ein oder zweimal assistieren. Ja, der arme Brad. Bevor er zum Zombie wurde und der Polizeirevier, ne? Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? Diese Fragen. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Alle erschießen. Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Ja, viel besser als Informationen weitergeben. No escape. Und tschüss. Jetzt haben wir denn hier noch was zu mitnehmen. Ja, weg ist er. Kann ich mal gebrauchen. Oh, 30. Ja, wenn hier irgendwelche, also Kisten funktionieren hier in der Demo, aber wenn du Schreibmaschinen siehst, heißt das, das ist hier leider nicht mit dabei. Oh. Bench und Dench. Ah, das brauchte man zum Anzünden auch von, wenn man, konnte man die Zombies später anzünden oder so, war das nur irgendwie? Es ist eine Rätsellösung hier. Ach, das Zombie-Anzünden war dann bei Resident Evil 1 von Resident Evil 1, die Crimson Heads, genau. Die konnte man dadurch vermeiden. Okay, da wollte ich nicht rauflaufen. Sehr gut. Das war sehr gut. So, wo will ich überhaupt hin? Da geht's durch. Da oben, ne? Also jetzt zu ihrer Rechten, durch die Tür und dann eine links. Ich glaube, das war speziell in meiner Ecke, die mich verwirrt hat, weil da so viele Perspektivenwechsel es gibt und Kreuzungen. Ach komm. So, wo bin ich hier? Zu ihrer Linken. Ist blockiert. Genau, zu ihrer Linken. Das heißt, hier, genau, hier ist ihre Linke und nicht, ah, das herum. Du Saftnase, ey. Och, das ist nicht dein Ernst hier. Ja, noch auf Krausch. Oh. Ja, geil. Das, ich würde mal die Shotgun die ganze Zeit haben. Ja, das Anzünden speziell im Remake vom Teil 1 wichtig. Das haben wir, Simon, ja wahrscheinlich noch nicht ausgestrahlt, weil das produktionstechnisch natürlich nochmal anders ist. Aber wir werden uns auch nochmal Resident Evil 1 natürlich in einem anderen Format widmen. Ja. Ich erinnere mich. Ja, Resident Evil wird nicht aufhören, uns zu begeistern. Es ist tatsächlich eine der langlebigsten Serien. Capcom versteht es wirklich, Serien rüber zu retten von über Jahrzehnte. Kann muss man sagen, echt sagen. Im positiven Sinne ist es wirklich wie so ein Zombie. Unaufhörlich, stetig, immer die ganze Zeit. Immer wenn du denkst, jetzt habe ich doch schon 8 Kugeln rein, steht er doch wieder auf der Capcom. Boah, schießt du jetzt bald mal? Oh! Ich wollte auch hier Maximum. Guck mal, ich habe alle erwischt. Carnage. Das wäre auf jeden Fall sofort ein Achievement in einem modernen Spiel. Das wäre sofort aufgeploppt jetzt. Mehr als 5 auf einmal oder so. Ah, jetzt schön habe ich solche Kräuter kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Was waren das Rot? Das sind 2 rote Kräuter. Ich habe natürlich alle beide jetzt schon benutzt. Ah, jetzt brauchst du. Jetzt brauche ich aber.
natürlich das Äquivalent zum Klebeband aus dem Remake von Teil 2, das man ja nicht abkriegt ohne ein Messer. Ja. Jetzt brauche ich die Kordel, muss ich wegbrennen. Ja. Ach, hier der Wasserschlauch. Ah. Doggos. Direkt aus dem Feuer. Ja, stimmt, Wasserschlauch. Das ist ja auch in der Demo jetzt präsent vom Neuen, ne? Mhm. Ja, ist da hinten was? Ich find's auch geil, wie alles aussieht. Es ist nicht so, wie es auch hätte sein können, dass es ein bisschen clean wirkt oder so, sondern da ist wirklich überall liegt Schrott rum. Es sieht einfach genauso aus, wie es aussehen muss. Da habe ich auch schon schlechtere Renderhintergründe. Mal gucken, falls man die Cutscene überspringen kann, will ich es gleich nochmal machen. Nein, aber ich will doch sehen, wie Brad... Ich hab's ja auch in guter Qualität nochmal. Deshalb. Den Brad Gag. Komm hier! Stars. Er hat ja nicht mal eine Nase. Der hat ja nicht mal eine Nase. Ach stimmt, es gab diese Entscheidung. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Nase. Abhauen, ja. Ich würde abhauen hier erstmal. Ich habe eh kaum noch... Du kannst auch ganz easy abhauen, oder? Hier. Ja, genau. Ja, diese Kurzschlussentscheidung. Okay. Ja. Diese Kurzschlussdinger habe ich sonst auch nicht mehr gesehen bei einem Resident Evil, ne? Dass du mal wirklich hier... Eigentlich cool. Und angenehme Quicktime-Events, du kriegst dann die Anzeige, du hast nochmal eine Gelegenheit beim Blinken, dir zu überlegen, was du machst und dann, ne? Ich find's auch fair. Ich weiß aber nicht mehr genau, es gab auch Vorteile, wenn man ihn immer bekämpft. Du kriegst Items, ne? Ja, es war aber nur, wenn du geschickt deine Munition eingesetzt hast, hast du was gewonnen, oder? Ansonsten hattest du doch eher ein Verlustgeschäft. Also kriegst du Munition oder was kriegst du für Items? Ja, also wenn waren es irgendwie so Grenade Rounds. Ich weiß nicht, ob so permanente Waffen-Upgrades oder solche Sachen. Das wäre ein bisschen gemein, das hinter sowas Optionalem zu verstecken. Ich weiß nur noch, dass er jedes Mal was richtig Wichtiges hat liegen lassen und dass sich das gelohnt haben soll. Aber ich habe es auch nie gemacht. Ja, hier natürlich eine sehr reduzierte Version vom Police Department, aber war schon so ein kleiner Mini-Magic-Moment, ne, wenn man dann, die Location kenne ich doch. Ja, das machen sie gerne. Das Herrenhaus und die Polizeistation nehmen sie gerne immer wieder her. Ich freue mich heute schon, weiß nicht, das ist wahrscheinlich im Remake genauso, aber ich fand die Lore immer cool, dass die Klamotten vom Nemesis quasi sein Wachstum beschränken. Dass die wie so eine Art... Weil er die Hose zu eng angezogen hat. Ja, mehr oder weniger. Und man schießt ja, man kämpft ja mit ihm und nach und nach verliert er diese Klamotten. Und da, wo er die Klamotten nicht mehr hat, da mutiert er dann auch. Also das fand ich irgendwie immer sehr schön gemacht. Weil das was ist, was du irgendwie erst raffst, wenn du es dir anliest, warum das so ist. Oh, ach, knapp. Das war aber jetzt wirklich... Der läuft auch wirklich schnell hier, ne? Habe ich das Gefühl. Das ist halt echt lustig, wie exakt das aussieht. Aber es ist das gleiche Fall. Nur, wenn ich jetzt überlege, dass es vor Resident Evil 2 im Original war, Marvin doch noch am Leben. Ja, vielleicht ist er hier ohnmächtig, kann man ja sagen, ne? Da steht, er ist fatally wounded. Ja. Naja, du kannst ja auch eine tödliche Wunde haben und noch am Leben sein und daran sterben, ne? Könnte das nicht sein? Ja, stimmt, aber dann... Also ich glaube, er soll ja schon tot sein. Ja, okay. Warum nicht? Nehme ich einmal mit. Die Rätsellösung weiß ich überhaupt nicht mehr. Auch nicht. Es müsste theoretisch ja eigentlich, wenn du jetzt vor Resident Evil 2 hier im Polizeirevier da sein sollst, auch mit den Items geachtet worden sein, ne? Dass du nicht das gleiche Item mitnimmst, ne? Damit es dann nicht später für... Oh, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir die Null? Nein. Das war's nicht. Gibt's ja auch in der neuen Demo sowas, ne? Dass da ein Code drin ist, Aus dem Safe rausholen kannst. Hab's im Nachhinein noch gelöst. Da gibt's ein Schild, was man sich angucken kann, wo die Safe-Lösung draufsteht. Gab's in Resident Evil 1 weibliche Zombies? Ich glaube nicht. In 2? In 2? Ist nicht im 2 die, wenn man ganz am Anfang hinten aus Kendall Shop rausgeht, über diese Tonne, wo man rübergeht? Ich glaube, da ist eine Frau. Stimmt, das recht. Ich dachte gerade, das wäre das erste Mal, aber nee, hast recht, da ist noch. Das ist gerade hier der Raum, wo wir jetzt reingegangen sind. Davor ist der Flur, wo Simon vorhin die beiden Zombies erledigt hat, ne? Das ist er. Danke, Fabian. Ja, hab ich mir gut gemerkt.
Das ist so eine Stelle, die sehr nach Resident Evil 1 aussieht. Total. Deswegen kriege ich mir die immer so gut ein, weil die wie unter der Treppe dieser eine Speicherraum. Das ist genau das. Das soll wahrscheinlich auch so sein, aber da haben sie sich auch echt einfach gemacht. Ja, ich glaube, wenn ich eins nicht vergessen werde, dann ist es wahrscheinlich das Layout von diesen ganzen Resident Evils hier. Mhm. Ist hier nicht noch ein... Ach. Panzersteuerung. Kein Ink-Ribbon. Nicht Ink-Ribbon, aber Gunpowder hätte ich gerne noch gehabt. Brauchst du mal ein Kraut vielleicht nochmal? Ich habe keine Kraut. Habe ich alles benutzt. Wir sehen, ob ich es noch schaffe. So viel ist, glaube ich, nicht mehr bei der Demo hier. Ist aber eigentlich auch für die damaligen Verhältnisse eine recht umfangreiche Demo gewesen. So. Ja. So, also selbst wenn du nicht sofort zum Ende hingehst, du kannst ja ein bisschen erkunden, du kannst ein paar Sachen ausprobieren. Ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht beim Polizeirevier vorbei ist und dann ist gut. Mhm. Lag das dem ersten oder zweiten Dino Crisis bei dem ersten? Dem ersten, ja. Das zweite war noch um einige später. Stimmt. Also in Amerika zumindest, hier in Deutschland weiß ich nicht, ob es bei Dino Crisis dabei war, aber es gab ja so viele Zeitschriften, wo dann Demos... Ja, okay, das klappt nicht. Die El Bandi damals, also zu der Zeit weiß ich noch, dass die ganzen CDs wahnsinnig populär waren, vor allen Dingen die CD-Magazine, also gerade das offizielle PlayStation-Magazin, was ja immer die Demos hatte, das war alles, wurde massiv gekauft. Ja. Du hast ja sonst nirgendwo anders Demos einfach herbekommen, ja, für Konsolen damals. Ich meine, auch total praktisch, ne? Vielleicht hätte man das auch noch anders an die Leute geben können. Man muss es ja nicht über ein Magazin machen, aber diese Demos waren toll. Ich habe mich teilweise sehr gefreut, eben mal, oh, jetzt was sind das für Spiele, die ich noch nie vorher gesehen habe, ja, mal natürlich kurz auszuprobieren. Das war geil. Nur ich glaube, das Heft hat auch so an die 10 Mark oder Euro, ich weiß gar nicht, wie Euro, glaube ich, gekostet. Das war schon viel. Das war schon teuer. Das müssen eigentlich D-Mark gewesen sein noch. Ja. Oh, in den dicken Bauch reingebämst. Die Tür geht nie auf. Achso, ja. Muss man das Schieberätsel hier machen? Oder ist es wahrscheinlich offen einfach? Ja, da war es noch nicht zu. Ne? Okay. Wer braucht hier schon Schieberätsel? Schön in den Bauch. Interessanterweise, hier war dann, glaube ich, die Demo von Resident Evil 2 zu Ende, die wir im letzten Jahr gespielt haben, im Stars-Büro. Ah, stimmt, ja. Da kommt eine Cutscene dann, glaube ich, noch in den Schluss, ja, ne? Ja, und das war's dann. Und hier oben sind dann Kräuter, die ich natürlich, rote Kräuter, nichts gebrauchen kann. Tja, hättest mal deine grünen vorhin aufgehoben. Hätte ich die vorhin bloß mitgenommen, ja. Small Ventilation Shaft. Leider viel zu klein. Oh. War das Soundeffekt oder war das ja, Musik? Ja, es wirkt, als wäre jemand durch die Tür gekommen. Kannst du nicht in das Stars-Büro rein? Nee, it's locked. Und ich habe meinen Lockpick auch nicht, soweit ich gesehen habe. Es war denn hier nochmal das Rätsel? Hast du das gerade versucht, in das Büro reinzugehen? Hab ich ja. Irgendwie ja, ja, dann ja, glaubst du es nicht. Ich habe es getestet. So. Nachladen übers Menü. Was für eine tolle Erfindung. Sieht aus wie El Bandi-Zombies, ey. Wie kommst du denn auf El Bandi? Die Hose. Das ist so, sie ist auch schon so hochgezogen und alles. Blutet er aus? Ja, ne? Ja, ja. So, ja, hier oben war es nicht. Irgendwo habe ich eine Stars-Card übersehen. Dann anscheinend, es hieß, du brauchst eine Stars-Card, um da durchzukommen. Aber war es der einzige Weg von der Haupthalle aus, den du jetzt gehen konntest? Ja, eben? Genau. Ich konnte nur durchs... Immer kurz auf die Karte. Ja, ich denke wahrscheinlich... Ich konnte da durchs... Ach, hier ist noch... Ah, die eine Außentür. Ja. Alles klar. Da bin ich nämlich dran vorbeigelaufen, weil die Zombies hier waren. Ich bin ja über die Rückseite gekommen. Mhm. Das ist die Halle, wo man die Bretter benutzt zum Vernageln, eigentlich. Ach, stimmt, das war auch cool im Remake vom 2er. Da liegt, da war doch was ja, oben. Das klingt wie ein Hunter. Oh, nee, nur ein Hund. Du
Musst immer warten, bis sie hoch sind. So komisch, ne, dass die diese komische Regenerationsphase haben dazwischen. Oh, oh, oh. Das ist nicht dein Ernst, ey. Die halten unglaublich viel aus. So, den hast du? Jawohl. Okay, beide. Hey. So viel habe ich jetzt nicht mehr. Ja, siehst du, die läuft nicht schneller, wenn sie... Nee, das überhaupt nicht. Wobei, bei Critical ist sie auch, glaube ich, langsamer im Neuen. Bei Caution ist sie schneller. Speedrun-Strategien. Ach, wirklich? Du musst ich habe ja mit Jill gespeedrunnt und Jill musste immer auf Caution haben, weil sie dann ein bisschen schneller läuft. Ah, wie gemein, zwei rote, das bringt ja gar nichts. Vielleicht ist hier ein grünes und ich hab Glück. Ist das eine Stars Card? Ja. Das ist ja großartig. Genau das, was ich gebraucht habe. Da hinten ist noch ein Raum, ne? Ja, ich will es mal kurz hier gucken. Hier ist empty soda cans, nothing else. Ach, hinten war eventuell das Juwel, was ich jetzt natürlich weggelassen habe. Dass man das irgendwo über einen Kamin einsetzt, irgendwie sowas. Aber doch was. Ach, mit dem Feuerzeug. Hier was anmachen, ne? Mhm. Ja, kriegt man, glaube ich, eine Karte nur. Oder war das ein Rätsel? Nee, genau. Okay, das war ein Rätsel für Resident Evil 2. Okay, ja. Wo soll ich mir das denn merken, was für das eine und was für das andere Spiel war? Wenn die in der gleichen Location vor allem spielen. Aber du hast recht, es war der Stein, ne? Es war nicht eine Karte. Der Stein. Gut, dann ist jetzt Shotgun Time. Wundert mich eigentlich, dass irgendwelche Modder das nicht schon mal so die Teile 2 und 3 zusammengebaut haben zu einem großen Spiel, wo man immer zwischendurch die Charaktere wechseln kann und so. Ja, stimmt. Parallele Runs sozusagen dadurch machen können. Gut, dann schleichen wir für das Ende die Treppe hoch. Hat jemand von euch eigentlich mal die Beta zu dem Multiplayer Resident Evil, was ja jetzt auch anläuft, gespielt? Nee. Ich habe die mir runtergeladen, hab dann aber festgestellt, dass die Beta schon vorbei ist. Aber ich muss sagen, ich habe da immer noch ein bisschen Hoffnung drauf. So asymmetrisches Gameplay. Ja. Ich mag auch die Tatsache, dass man so als Wesker-Charakter aus dem Hintergrund alle Monster steuern kann und irgendwie so eine taktische Karte vielleicht sogar hat. Finde ich alles cool. Ja, wir werden natürlich schauen. Ich habe es auch auf einem Event schon spielen können. Das ist erstmal, du musst dich natürlich ein bisschen reinfuchsen, wie diese verschiedenen Rollen sind, wenn du als Survivor da bist. Ja, du spielst ja auch nicht so gerne Multiplayer. Ja, nicht wirklich, aber es ist natürlich vom Interesse her, wenn die sich mit Resident Evil was überlegen. Es hat mich so dezent an Dungeon Keeper erinnert, muss ich sagen. Das finde ich aber jetzt kein schlechter Vergleich, muss ich sagen. In der Form, wenn du das Mastermind machst. Das heißt, du guckst dann oder so, ich weiß nicht, hast du Five Nights at Freddy's gespielt? Ja. So, du bist hier da in deinem Kabuff und kannst durch diese Kameras durchschalten, aber die benutzt du dann auch mit Selbstschussanlagen und weitere Geschichten. Das wollte ich auch nochmal nachher kurz thematisieren hier in der Folge. Wird's als quasi kostenloses Begleitspiel dazu geben zu Resident Evil 3? Mhm. Also besser als Mercenary-Modus, finde ich. Es ist auf jeden Fall, wenn kein Mercenary-Modus oder eine andere Multiplayer-Komponente ist, weil das war ja eins der Alleinstellungsmerkmale vom Original her, dass du noch so einen Bonus-Modus hier hast. Es ist sinnig, dass man das auch mit dem Spiel kombiniert, wo Leute das sich dazu holen, ne, weil separat musst du natürlich immer gucken, da musst du eine Fan-Klientel abholen, die Multiplayer und Resident Evil-Fan ist, die du natürlich nicht immer gleichzeitig hast. So hast du immerhin die Chance größer, dass mehr Leute das ausprobieren. Sag mal, wo läufst du denn eigentlich hin, Gregor? Musst du mit der Stars-Card nicht in die Haupthalle zurück? Nee, Stars-Büro. Mit der Karte. Oh, was? Aber du hast wahrscheinlich recht, Fabian. Ja, die sagt ja unten in der Haupthalle, if I had a Stars-Card, I could operate the computer. Ah, deswegen. Du hast recht, ja. Aber ich dachte, ich lasse erst mal Gregor zu 80% falsch laufen, bevor ich was sage. Vor allem schön mit der schleppt sich hier so. Moment, kriechen. Lass mich kriechen. Okay. Aber ist das schon einkalkuliert, dass das passiert? Deswegen ist der Retro-Globe auch 90 Minuten statt 60 lang, ne? Das ist die Sicherheit, dass wir es einmal auch so machen können, genau. Dafür wurde schon kompensiert. Wenn schon, dann richtig machen. Noch jede einzelne Stufe. Auch wenn ich früher gedacht habe, dass ich die eventuell mal vermisse, die Türanimationen, aber sind natürlich schon nostalgisch in den alten Games, in den neuen brauche ich sowas wirklich nicht. Mm-hmm. Sondern immer, lass mich durch, mich weitermachen. So, Alter. Jetzt so rutscht die auch noch hier. Falls ich den Raum überlebe jetzt hier natürlich, aber ich habe die Shotgun. Wenn da jetzt ein, zwei noch rumstehen.
Den kannst du, glaube ich, lassen. Okay. Scheiß drauf. Er kriegt volle Pulle. Irgendwo wackelt noch was, ne? Ich höre doch noch. Ja, hinter dir, aber der ist lahm. Falls die Starscards jetzt sagt, geh hoch ins Büro, glaube ich, müssen wir uns nicht unbedingt mehr das ganze Ding hier angucken, weil einmal mit Jill durchs ganze Polizeigebäude schleichen reicht, glaube ich. Ja, was kriegt man denn jetzt an dem Computer mit der Starscard? Ich glaube, dass du die... Dass das Starsbüro aufgeht wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich kannst du damit echt die Türen öffnen, ja. Star, due to the emergency. He has been moved to the evidence room. Today's password. Okay, ah, okay, und dann hätten wir jetzt so ein Safe darunter gesollen, das mitgenommen. Ich glaube, wir haben aber einen guten Ausstiegspunkt. Ja, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, wie die alte funktioniert. Da können wir gerne davon weggehen. Es wäre noch ein bisschen mehr Gameplay da. Also sie ist schon recht umfangreich. Und ich habe es auch noch mal im Speziellen gemacht, wenn wir eh das Neue spielen, haben wir ja ein bisschen frischer den Vergleich, um zu sehen, wie sie sich den Anfang dann überlegt haben. Wir haben über Nemesis gesprochen, ne? Und wir haben gerade die schöne Cutscene gesehen, wo er Brad erwischt hat. Aber die will ich natürlich auch noch mal in guter Qualität sehen. Und dann machen wir das natürlich auch. Ja, ich war schlau genug und habe natürlich extra nicht die Katzen genommen, weil wir die schon gespielt hätten. Also bin ich klüger beim Vorbereiten, als ich dachte. Sehr gut. Ja, dass sie sich nicht doppelt. Nemesis natürlich als Gegner war schon was ganz Besonderes damals. Hat sich natürlich vom Mr. X-Konzept dann weitergesponnen, das wir in Teil 2 gesehen haben. Wisst ihr denn, wie Nemesis entstanden ist, welcher Charakter er überhaupt sein soll? Es ist die gleiche Geschichte, die man auch im Film damals erfahren hat. Das war der zweite Resident Evil Film, beschäftigte sich doch, glaube ich, mit der Entstehung von Nemesis, hat er auch mitgespielt, ne? Da war dann der ehemalige Kollege vom Hauptcharakter aus 1. Ja, also, ja, stimmt. Das wird ja ganz geil am Ende von 1 gemacht. Ich finde ja die Filme nie gut, aber so ein paar Elemente haben sie richtig gut gemacht. Und was mir echt gut gefällt, ist das Ende von 1, wo der eine infiziert ist am Arm. Mhm. Ja. Und sie dann alle, du denkst so, okay, fuck, sie haben es geschafft. Und dann stellst du fest, fuck, nee, sie sind wieder von Umbrella quasi in die Falle gelaufen. Und dann fangen die aber alle an, den Typen von ihr direkt zu isolieren. Und wir brauchen ihn fürs Nemesis-Programm. Und du weißt, ah, der wird später relevant für Nemesis. Und dann haben sie es aber in Nemesis, finde ich, verkackt. Weil da haben sie dann wieder diese... Ja, der war nicht so gut. Aber du kennst mich doch! Und so, der Scheiß, ne? Wo das Monster dann erinnert, dass es auch mal Mensch war. Ey, fickt euch. Es ist eine Dreckscheiße. Ich will das nicht mehr. Es ist eine der Backstories auf jeden Fall. Und da können wir einmal noch gerade die nächste Matz laufen lassen. Zusammengefasst, oder? Ich finde, das war's mehr oder weniger. Ja. I hear voices. Ja, so häufig wie Nemesis verwendet wurde, ist er auch noch mal häufiger mit verschiedenen Backstories ausgestattet worden. Im originalen Teil 3 ist, glaube ich, nie offiziell bekannt gewesen, welche Figur es im Hintergrund war. Es soll eine Kombination gewesen sein des Tyrant-Virus plus einem Nemesis-Parasiten, der ihn so stark und regenerativ gemacht hat. Ja. Aber den richtigen Charakter haben wir dahinter nicht erfahren. Du, Simon, hast und du auch, Fabian, gerade ausgeführt. Im Film hat man natürlich einen richtigen Charakter dahinter gehabt, der Kollege von Mila Jovovich, von Alice, der dann zu Nemesis geworden ist. Das war aber nur die Film-Backstory und ja, eine der wenigen guten Teile an Apocalypse, weil sonst war der Film auch nicht so berauschend gewesen. Es gibt eine weitere Backstory und zwar in China gab es ein Manhua, das ist nicht falsch ausgesprochen, sondern das ist das chinesische Wort für Comics. Da gab es nämlich einen selbstgestalteten Comic, wo Nemesis ein Preisboxer gewesen ist, der seine Familie verloren hat, in den Knast gegangen ist und da sich für Experimente zur Verfügung gestellt hat, weil er sowieso nichts mehr hat, wofür er sich zu leben lohnt. Also ist das, glaube ich, die am ehesten charakterisierte Version von Nemesis. Welche davon zu 100% offiziell ist, da wird sich Capcom wahrscheinlich nicht drauf einigen. Also können wir uns jeder aussuchen, welche Variante uns am besten gefällt. Preisboxer-Variante, glaube ich, nicht. Wäre jetzt mein Tipp, dass die offiziell kein chinesischer wird. Preisboxer? Nee. Ich weiß auch nicht. Also ich finde nicht, dass da irgendein
ehemaliger Freund oder Kamerad drunter stecken muss. Das reicht völlig, wenn es ein gesichtsloses Monster ist, was ein bisschen mehr Charakter hat als Mr. X. So, das ist ja schon wichtig. Mhm. Fun Fact zum Nemesis-Film damals noch, zu Apocalypse, da habe ich Mila Jovovich getroffen für ein Interview und so. Ich habe eben gerade, aufmerksame Leute haben das gesehen, wenn der Mats lief im Handy, das Foto noch mal gesucht. Das gucke ich mir so alle 3 Jahre, gucke ich da noch mal an, wie jung und schön wir beide da noch waren, also sie und ich. Sie ist es ja immer noch. Es war sehr, sehr angenehm, sie war sehr nett. Aber es ist ja auch schon echt krass lange her, es wird 2003 oder so gewesen sein. Ja, der erste Resident Evil Film, das war auch so um den Dreh, 2000 ungefähr, würde ich sagen. Und man muss ja sagen, man kann ja viel halten von dem Film, was man möchte. Sie sind auf ihre Art ja recht erfolgreich gewesen und haben ihre ganz eigene Fangemeinde gezählt. Also wie viel gibt's jetzt, 6 oder 7 mindestens? Zu viele, also weiß ich. Wenn man die Animes noch dazu nimmt oder die Render, diese CGIs, dann sind es auf jeden Fall 6 oder so. Oh Gott, die Generation und wie sie heißen, ne? Die waren auch nochmal. Ich mag die ja auch nicht. Mhm. Die haben ja sogar Lob bekommen, ich mag die auch nicht. Ich finde, der erste ist noch am ehesten, sage ich mal, machbar. Der zweite wird durch Nemesis halt total lächerlich. Also ich kann es halt null ernst nehmen, wie er da auch einarmig immer den Raketenwerfer schießt. So, ah, oh, ich weiß nicht, da merkst du halt, dass es ein dummes Videospiel ist, was komplett als Film nicht funktioniert. Finde ich echt schade. Hätte so cool sein können. Aber wie gesagt, der erste und das Ende vom ersten Film und so. Es gibt eine Menge gute Sachen in Resident Evil. Mhm. Dann lass uns noch mal kurz durchatmen. Und wenn wir zurückkehren, haben wir noch ein bisschen was mehr zu Resident Evil 3. Plus ein paar kleine Überraschungen. Bis gleich. So, und einmal kommen wir nochmal zurück mit ein bisschen Resident Evil 3 Nostalgie. Wir haben über Nemesis gesprochen. Könnt ihr den Ton ein bisschen leiser machen für uns, Regie? Damit wir nicht dann zu sehr abgelenkt sind. Wir wollen jetzt die Brücke schlagen zum neuen Spiel. Und bevor wir es verlassen, einen kleinen Clip aus unserem Best-of habe ich noch. Den an. Also irgendwas sagt mir noch, dass dieses komische Vieh, was an der Wand entlang gejumpt ist. Das ist hier noch irgendwo, ne? Das haben wir nicht bekämpft. Das müsste nämlich hier sein. Wo wir gesagt haben, lass uns schnell vorbeilaufen mit der Quicktime-Entscheidung. Da, ich höre es doch. Machen wir jetzt auch wieder so. Falsch rum, oder? Nee. An den kann man auch wirklich vorbeilaufen. Was machst du? Er hat sich automatisch schon wieder... Er hat sich schon aufgestellt. Boah, das ist echt eklig, wenn die sich so aufstellen und laufen. Er hat sich automatisch umgedreht. Ja, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Wir sind hier aber auf jeden Fall wieder... Alter! Sieht aber auch ein bisschen witzig aus, wie die laufen. Ist aber auch nur so lange, bis sie an den Festen saugen. Mann. Jetzt hör mal auf, du Klaus, wieder! Das Beste gerade war, dass du, Fabian, eine Diskussion mit dir selber gehabt hast. Ne? Du sagst im Let's Play, ja, die laufen lustig. Und du, ja, finde ich auch. Ja, ich habe es auch gerade wieder gedacht, wie lustig das aussieht. Das erinnert mich an irgendein Meme, wie die laufen, aber ich weiß nicht genau, welches. Ja, es ist so dieses... Das ist das It oder so? Oder sowas, ne? Also, könnte man tatsächlich sagen, jetzt, wo du's erwähnst. Also sollten wir uns auch merken, falls diese Situation dann auch passiert. Ich habe eine kleine Überraschung noch für euch da draußen. Wir werden nämlich gleich noch mal ein bisschen was mit der Demo anstellen von Resident Evil 3, um darauf vernünftig eingestimmt zu sein. Ich war vor einiger Zeit in London, als man noch fliegen durfte, und habe da einen der Producer interviewt von Resident Evil 3, und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, und die gucken wir uns jetzt einmal an. My name is Pete Fabiano. I'm producer on Resident Evil 3. I'm pretty tired just being here, but yeah, you know, it's exciting for us. We're so happy that we were able to announce and release so close to the announcement. I think people are pretty positive, pretty excited to see that, and it's always, you know, a pleasure to see people enjoying the experience.
Yeah, actually, RE3 has been in development for approximately 3 years, and there was some overlap with RE2, as you suggest. It was something that we had decided we wanted to do when we first initially set out to create RE2. RE2 used RE Engine, like RE7 before it, and with RE3, we also used RE Engine, so we were able to take some of what they had done in RE2 and adapt it and bring that even further for RE3 and make adaptations and changes to the engine itself. And of course, we looked at what they had done, and you can see some of that in, for example, Tyrant and Nemesis, but Nemesis is his own, so I think you'll find that there's some fun and tweaks that we've made. Well, I think there's always pressure, sure. Again, as I said, the director had his vision, and we all worked really hard to bring something to the table. And, you know, this game comes with resistance, Resident Evil Resistance, so it's something new and fresh as well. Another challenge that we wanted to take on, bringing survival horror to online, 4v1 multiplayer experience. So we're pretty excited to see how people will react to that as well. The feedback's been pretty positive so far. Well, I don't think they did too much, but I will say this. The director looked at what they had done with RE2 and Tyrant, and he was like, wait a minute, they're making him like Nemesis. So it was really important that we make Nemesis his own brand of horror and fear. And you'll notice that they do stand apart, because Nemesis can use weapons. He can also use tentacles. He can also move a bit more nimbly. And he was known as the Pursuer before. That was the Japanese name, Suisekisha. But he is still living to that name. And I think you'll see a lot more of Nemesis in this one. And I think there's going to be a lot for players to enjoy. So it's always important to stay true to the essence of the original, but also make adaptations. And this time around, we were able to tell a consistent narrative. And I think you'll see that in RE3. And pacing is very important. And it was really exciting. The dev team loved to build out Raccoon City. And we were able to use photorealistic, photogrammetry for this one. So I think people will enjoy feeling the living, breathing Raccoon City at the early days of the outbreak. Well, it's funny you say that, because, for us, it was, we had the trilogy 1, 2, and 3, and we had already had the remaster for Resident Evil 1. So that's why with 2, we knew we wanted to build out 3 as well. I guess you're saying you want to see Resident Evil 1 again. So Capcom is overseeing it, and it's being built out by our friends at NeoBards. It's something that we had in mind from the go. It's something that we wanted to put together. We wanted to explore survival horror online multiplayer. It was something that we wanted to include. And I think thematically it fits, because you'll see that both titles include characters that are trying to escape something or somewhere in Raccoon City. They're two separate games, so you can enjoy them in their own right. You can take a break from playing the campaign and then move over to playing the online, or vice versa. I guess that depends on the speedrun community. You'll have to play and find out. But one thing that I think is pretty cool is that you will be able to beat the game using just the knife. Well, I think it's time for me to sleep. Also nur R1 drücken im richtigen Moment, dann macht man diese Dodge-Rolle. R1 ist der Dodge, genau. Das, wenn man es im besten Moment hat. Ich habe sogar schon sowas gesehen, dass man in der Demo wohl noch eine Art Slow-Mo dazu schalten kann, wenn man es richtig macht, so mit umdrehen und dann. Aber ja, ich habe es nie geschafft. Ich glaube, die startet dann auch erst, wenn man irgendwie richtig noch zielt danach oder so. Anders kann ich mir auch nicht erklären, weil wir haben die nicht gesehen.
Aber vielleicht ging es auch zu schnell, die Slow-Mo. Wir waren zu schnell für das Spiel. Aber das ist ganz gut. Ich habe ihm im Speziellen nochmal eben diese Speedrun-Frage gefragt, weil wir beide haben ja natürlich den zweiten Teil gespeedrunnt. Falls du es noch nicht weißt. Doch, das weiß ich nicht. Wir würden es natürlich alle 5 Sekunden dann nochmal erwähnen. Und ich habe eine kleine Challenge für euch beide. Ich werde damit einmal anfangen. Wir können gerne auch aufs Ingame hier drauf gehen. Man kann die Demo tatsächlich ganz gut speedrunnen von Resident Evil 3. Es ist nicht allzu viel, was man da machen kann. Also die Rekorde liegen momentan bei knapp unter 2 Minuten dafür. Und ich werde es mal probieren und versuchen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich lege einmal vor und ihr könnt dann mal gucken und mal sehen, vielleicht habt ihr ja ein paar bessere Wege, die man mitnehmen kann. Können wir ein bisschen Sound, dein Name, Regie? Dankeschön. Du, Simon, kannst ja schon dann mal sehen, was ich für Strats hier benutze. Weil so viel Strats benutze ich nicht, aber ich breche zumindest die Cutscenes ab. Ja, das Ziel der Demo ist relativ easy. Wir müssen eigentlich nur den Wasserschlauch holen. Das nehme ich nur als Safety einmal mit. Wir müssen den Wasserschlauch holen, um durch diesen brennenden Gang durchzukommen. Und das ist... Da hat er sie gemacht. So, jetzt einmal kurz konzentrieren, bevor ich dann weiter erzähle. Ja, und viel mehr musst du da nicht machen. Auch, wenn man denkt, wenn man das schnell umsetzen. An sich sind die Wege also recht straight. Verglichen mit der Vollversion, ich hatte sie ja auch auf diesem Event, wo ich das Interview gemacht habe, mal gespielt. Das ist schon ein bisschen was anders in der Demo. Da kann man auch teilweise andere Wege nehmen. Aber für unsere Zwecke ist das... komm, es reicht. So. Ganz schön nah dran. So. Das passt schon. Für unsere Zwecke aber, wenn wir das hier mal kurz speedrunnen wollen... Warum denn auch nicht? Wir werden natürlich, wenn wir es dann einmal durch haben, Simon, zumindest wir beide, mal gucken, wie gut speedrun-fähig der dritte Teil ist. No? Es fühlt sich schon wieder sehr wie beim zweiten beim Zocken an. Ja, ich möchte es natürlich auch, wie ihr auch, einmal normal durchspielen. Danach steht im Speedrun nichts im Wege, weil man es ja eh sicher noch mal alleine zu Hause spielt. Und dann hast du ja schon einen zweiten Run und dann kannst du auch gleich anfangen. mir würde es gefallen, wenn es wirklich so kurz ist, wie man sagt. Nicht jetzt, also... aus dem Spielgrund, sondern einfach aus Speedrun-Gründen. Weil dann einfach das Üben ein bisschen schneller von der Hand geht, ne? Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall gerne mit anfangen. Oh, ein Crit. Nicht sehr schlecht. Gut. Das war jetzt aber wirklich Glück, weil du weißt ja nicht, wann die mal rauskommen oder nicht. Was uns bei der Demo nochmal verwirrt hatte, Simon, da oben war ja so eine Tür, die zu ist. Das habe ich im Nachhinein herausgefunden, weil ich habe die Demo noch ein paar Mal gespielt. Die ist bewusst im Spiel nochmal quasi nicht passierbar, damit man diesen Durchgang nimmt, um auf Nemesis zu treffen. Ah, okay, weil ansonsten könnte man um ihn drum herum gehen. Das Problem hatte ich auch, das blockierten Zombie, ne? Ekelhaft. Nein, ausgerechnet. Oh, Hammer. Aber. Hat gut funktioniert. Also 2 Minuten ist sehr, sehr kurz. Du hast definitiv jetzt länger gebraucht, oder? Ja, also ich bin auch nicht besonders schnell beim Speedrun hier. Es gibt natürlich Leute, die dann noch schneller sind. Und ich habe es auch nicht per se gespeedrunnt. Ich wusste ungefähr, wie der... Das war aber doch jetzt schon ganz schnell. Hier, 2 Minuten 59. Willst du so? Mach du ruhig mal, ich habe ja nicht mal die Steuerung drin. Dann, ich gebe dir mal... Geben Sie mir bitte den Desinfektionator. Hier hingepackt. Können Sie auch kurz eine halbe Stunde in den dann Ofen stecken. Einmal. Okay. So, wie machen wir es am besten? Das geht einfach gar nicht. Ist eher alles eine Show hier. Ich notiere mir 2,59. So. Ja, wir haben es für uns dann zur Sicherheit immer hier. Kannst du ruhig überspringen und kaufen müssen wir das von der Demo nicht. Nee. Achso, die Steuerung D wird hier nicht vergessen. Ja, zu spät jetzt wahrscheinlich. Dann skip die Cutscene und geh nochmal zurück. Läuft die Zeit hier weiter jetzt? Nee, in dem Menü glaube ich nicht, aber wir können sicher sagen, alles beides auf keinen. Und geh ruhig ins Hauptmenü und start nochmal. Ach, Leute. Ist doch egal. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut.
Ja, was schon wieder, Fabian, interessant ist, wo wir das gespeedrunnt haben, instinktiv dieses Wegklicken der Cutscenes, ne? Mhm. Man weiß, okay, jetzt beginnt eine Animation, jetzt beginnt ein Talk, Stell, Pause und Viereck. Was mir eben schon aufgefallen ist, als du gespielt hast, benutzt ihr bewusst diese Sprinten-Funktion nicht? Doch, ich hab die ganze Zeit gespielt. Ach so, okay, man sieht das nicht so richtig. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Ja, im Moment. Wie stelle ich das an? Das kannst du zum Beispiel ja auch skippen. Ne? Das wusste ich nicht. Ich nehme ein zweites, weil ich mir nicht sicher bin. Shit! Das war ein Fehler. Deswegen sind so Speedruns nichts für mich. Ich würde ausflippen, wenn ich die ganze Zeit versehentlich irgendwelche Sachen anklicken würde. Naja, du machst es ja irgendwann nicht mehr. Ja, okay, machst das nur die ersten Male. Der Weg dahin. Ach so. Oh. Hier links, ne? Da geht's lang. Ja. Also alleine dieser Dodge-Move wird eben irgendwas sein. Du hattest wirklich kaum Optionen, bei Resident Evil 2 vernünftig auszuweichen. Alter, voll von der Seite, die Drecksau. Der Kopf. Den gab es schon in Resident Evil 2, oder? Das Modell, das kommt mir so bekannt vor. Ich denke, einige der Modelle sind wahrscheinlich übernommen. Speziell was diese Random-Zombies angeht. Und um den Punkt nochmal zu Ende zu bringen, ja, der Dodge-Move selber alleine wird ja so viele Möglichkeiten geben, wo wir sicherheitshalber dann Zombies in den Kopf schießen müssen, um da mal einen kleinen Moment zu haben, um irgendwie vorbeizugehen. Da kannst du theoretisch durchrollen, wenn du es vernünftig machen kannst. Mhm. Ach komm, Digga, ey, ich war doch wirklich gerade aus dem Weg. Der gute alte Donut-Shop. Der hat gute Tanzmoves hier drauf, der letzte, finde ich immer. Der geht richtig ab. Shit. Jetzt muss ich... Ich habe keine Ahnung, wo der Schlauch war. Der war durch die... Ah, hier ist er nicht. Da oben bei dem roten Schild. Die Treppe hoch da. Ja, okay, scheiße. Das wären 4 Minuten oder mehr. Das kann nicht sein. Ups. Gut gemacht. Das ist der falsche Raum, oder? Ja, der ist im Gang zu deiner Linken, wenn du gleich rausgehst. Das weiß doch keiner. Oh, aber weggerutscht. Mann! Sehr gut. So schön, dass der Schlauch auch nur einen Slot braucht. Ja, ich hätte fast gedacht, dass der zwei gebrauchen kann. Alter. Das ist halt richtig scheiße, ne? Dass der mir im Menü hier so auf den Sack geht. Ja, das würde man natürlich später irgendwann mal abschalten, wenn man mehrere Speedruns macht. Super nervig. Diese Hilfe-Infos, die beim ersten Mal aufkommen, wenn du ein Item nimmst. Aber Gregor, den Speedrun hast du doch schon ein bisschen auch mal geübt, oder? Einmal jetzt gerade hier. Um euch das war nicht das erste Mal, das glaube ich dir nicht. Dafür kennen wir uns lang genug. Aber ich habe die Demo ein paar Mal gespielt. Ja, und schon wird... Zurück durch den Donut-Shop wieder, wo du hergekommen bist. Ja. Im Endeffekt ist die Demo ja hier, wenn du sie beenden willst, du läufst einmal durch den Shop, holst den Schlauch, wieder zurück und fertig. Ja. Nee. Sehr gut. Ey! Ich bin trotzdem sowas hier ist doch echt unfair. Das ist fies. Und ja, er hat ihn für dich weggepuncht, aber. Das ist auf jeden Fall angenehm von ihm. Oh nö, ey! Dann ist jetzt hier! Wie hätte man das denn jetzt verhindern können? Dass gar nicht. Puh. Hast du noch Kraut? Ein Preis noch Kraut, oder? Ja, okay, dann hast du es. Ah, hier. Ja. Okay. Weil bis hier hinten, glaube ich, verfolgt er einen in der Demo nicht. Ja, und er unterbricht auch die Cutscene nicht, ne, wenn man den Schlauch benutzt, oder? Ja, das macht er nicht. Weil er ja noch diese letzte Cutscene zum Triggern ist. Okay, na gut, okay. War nicht so gut. Aber ich... Oh, warte. Ja, stimmt. Bitteschön. Ja, danke. Ja, und bitteschön. Danke. Hier und bitteschön. Das ist wahrscheinlich das hygienisch bedenklichste an diesem Vorgang. Ich hol dir ein neues 407. Ein, zwei, neue.
Simon? Ich weiß auch nicht, wie oft der Controller das mitmacht, der diese ganzen Löcher hat über dem PlayStation-Button, wie gerne das mag, wenn man da immer sowas reinspielt. Der freut sich immer, wenn auch mal die Platine ein bisschen gesäubert wird. Finde ich auch. Ich meine, in den heutigen Zeiten können wir einen Controller auch opfern, wenn denn nötig. Den verbrennen wir nach dem Let's Play. Ja. Also waren 4 Minuten jetzt, ne? Also 4 Minuten länger, 4 Minuten 7. Ja. So, ich weiß ja nicht mehr die Steuerung. Viereck überspringen. Das ist der Xbox-Button, nee, der angezeigt wird. Nein, auf Nein gehen und dann passt das schon. Also nicht, dass du durcheinander kommst, da wir die PC-Version spielen. Dann zeigt dir nicht die PS4-Icons an? Leider nicht. Das ist ja schade. Und Sachen skippen auf Start und dann eben Viereck drücken, ne? Mhm. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hierhin loslaufen muss. Links, rechts, geradeaus. Das ist tatsächlich ja schon das Rennen. Das sieht, wenn man zuguckt, ein bisschen anders aus. Da denkt man die ganze Zeit, dass man nicht rennen würde. Es ist ein Joggen. Du spürst es eben. Ne? Das ist Rennen, ne? Das macht einen langsamer, dieser Ausweichmove, ne? Weil man am Schluss kurz hängen bleibt, ne? Exakt, ja. Es ist nicht so wie, sagen wir mal, bei einem Zelda-Speedrun, wo du immer wieder so einen gleichen Sprungmove spammst, weil das schneller ist. Das Ausweichen sollte hier auch wirklich nur Ausweichen sein. Kann man hier auch so eine schnelle 180-Grad-Drehung machen? Ja, ne? Ja, nach hinten und Kreis. Ja, passt. Wie bist du denn hier vorhin an den beiden einfach durchgekommen? Einfach durchgelaufen. Aber Simon sah das eben so aus, als wäre das unmöglich. Simon hat ja geschossen, ne? Ach so. Stimmt, ja, ich habe auf den geschossen, genau. Das ist so der Instinkt, der natürlich rauskommt, ne? Und das will dich auch so ein bisschen baiten, weil der Typ auch noch aus der Seitengasse rauskommt. Wo muss ich denn hier durch? Ja, du musst einmal hier nach hinten. Triggern, zurück, nochmal triggern. Ach so, ja, stimmt, dann fällt der Zaun um, ne? Genau. Boah, krass, direkt in die Arme gelaufen. Ja, der steht doch extra da. Ein kleiner Snack, genau, ja, damit man bloß nicht durchkommt. Nee. Ach so, ist A X oder Kreis? A ist X. Ne? Okay. A ist X. Du kannst auf diesen Stromerzeuger schießen. Mhm. Ein Glück, dass du danach noch aber reinlaufen kannst ohne Probleme. Ja, komisch, ne? Das ist ganz cool. Ich hier auch mit dem Fass am besten. Richtig schlecht gemacht. Verdammt. Jetzt hätte er R1 noch mal probieren können. Was macht man, denn, schon knackig. Macht man denn mit Kreis eigentlich? Kreis ist zum Canceln und Umdrehen. Nach hinten mit dem Stick. Ach so, okay. Verstehe. Okay. Der lebt noch? Der sollte noch leben, aber eventuell kommst du dann da gleich wieder vorbei. Sehe ich denn das später, wenn die wirklich tot sind, die bluten nicht mehr aus, ne? Die bluten nicht mehr aus, aber wenn du sie mit dem Messer traktierst, kannst du natürlich erkennen, wenn sie irgendwann mal ihren letzten Atemzug gemacht haben. I see. Sehr gut. Oh, das ist irgendwie fies. Einmal kurz angeleckt. Kannst du überhaupt nicht antizipieren, die Aktion. Was wäre das jetzt? Der andere Tentakel-Zombie von hinten. Das mal, ich glaube, das soll dich einfach nur eben so ein bisschen terrorisieren. Also es zieht dir ja, glaube ich, auch nicht so viel Energie ab. Das soll dich einfach nur immer wieder frustrieren. Das schadet mir aber schon. Ich bin ja vorher gerade nicht langsam gewesen. Aber guck mal, ist doch... Er hat dir nicht so viel abgezogen. Gut. Ah, shit, das war jetzt, nicht sehen. Das war die Führung, glaube ich. Das könnte jetzt, Das war die Führung, doch. Du hättest mich bekommen, hier könnte es knapp werden. Vielleicht schaffst du es noch. Na, diese scheiß Tutorial-Texte. Nein, ja. Und? Und der letzte. Muss noch laufen, das genau. Noch laufen. Das entweder genauso viel oder ein bisschen weniger. Hier. So, dann, danke sehr. Sicher auch gespannt. Nochmal sauber. Alter! 23. Ja, nicht schlecht. Okay. Richtig gut. Nicht schlecht. Dafür, dass du gut, du durfst hier zweimal zugucken, aber du hast dafür vorher ja auch nicht geübt.
Lass einfach das noch 6 Stunden machen. Scheiß auf das Durchspielen. Wir machen das. Haben wir gerade den Speedrun-Bug bei dir geweckt, Fabian? Nee. Haben wir jetzt nichts, wo ich, also so meinetwegen, sowas 3-Minuten-mäßiges, aber ich würde nie so ein komplettes Spiel. Das wird mich viel zu sehr frustrieren. Ach, das macht mega Spaß. Das geht überraschend schnell. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass du am Ende eigentlich nur eine Handvoll Gegner wirklich besiegen musst und 100 Mal schon an dem einen Zombie dran vorbeigelaufen bist, dann hast du dann irgendwann noch keine Sorge mehr. Ja, okay. Das ist so ein bisschen das, du fühlst dich halt, als würdest du in Matrix sehen, so. Ich hoffe, dass wir jetzt entsprechend vorbereitet sind, weil wir werden gleich ins Spiel setzen und dann Resident Evil 3 aufzeichnen. Ihr werdet das natürlich dann sehen, wenn das Embargo abgelaufen ist, sodass wir schön streamen dürfen. Mhm. Wir werden es natürlich knallhart durchnehmen. Ich hoffe, dass wir sehr erfolgreich sind. Wir sind zumindest gut gewappnet. Und ich bedanke mich einmal bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit hierfür genommen habt. Und ich würde euch da draußen, bevor ihr dann später das Let's Play gucken könnt, einmal mit noch einer Cutscene aus dem Original hinterlassen, nämlich dem Abspann. Da können wir nämlich vergleichen, wenn wir das neue Spiel durchhaben, wie viel anders geworden ist. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sagen Tschüss und hier ist die Endcutscene. Saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? It's coming. Yeah. It's the end.